Hallo liebe Schülerinnen und Schüler und willkommen zu meiner GFS, dem Kapitel 10.5.3, der beidseitige Signifikanztest. Bevor ihr das Video anschaut, solltet ihr unbedingt die beiden vorherigen Videos angeschaut haben, wo es um den linksseitigen und um den rechtsseitigen Test geht, weil ihr es unbedingt dafür können müsst. Erstmal, wie erkennt man denn, wann es sich um einen beidseitigen Test handelt? Ja, wir hatten ja bisher immer so typische Aufgaben wie jetzt diese hier. Eine Kugelschreiberfirma behauptet, 80% unserer Kugelschreiber funktionieren. Die Gruppe linksseitiger Test behauptet, es funktionieren weniger. Also da hatten wir das typische Signalwort weniger. Oder beim rechtsseitigen Test war es dann zum Beispiel so, die Gruppe rechtsseitiger Test behauptet, es funktionieren mehr als 80% der Kugelschreiber. Da war das typische Signalwort mehr. Beim beidseitigen Test aber ist es so, dass die Gruppe beidseitiger Test behauptet, dass es einfach nicht stimmt. Also die sagen, oder irgendjemand sagt, ja, die Nullhypothese, also die 80%, die stimmen nicht. Oder es hat sich geändert, oder die 80% ist halt nicht mehr gültig. Das Problem hierbei ist jetzt halt, wir können uns das nicht irgendwie orientieren. Ja, wir wissen nicht, ob wir schauen müssen, ob es weniger ist oder ob es mehr ist. Weil beim linksseitigen Test konnten wir einfach immer beim GTR schauen, wann es über 5% geklettert ist. Oder beim rechtsseitigen Test, wann es über 95% geklettert ist quasi. Und das können wir eben hier nicht machen, denn hier müssen wir auf beide Seiten schauen. Ja, und wie man dabei vorgeht, das erkläre ich euch jetzt. Ja, wenn ihr dann rausgefunden habt, dass es sich um einen beidseitigen Signifikanztest handelt, dann könnt ihr eben die Aufgabe machen, und damit wir jetzt diese Beispielaufgabe machen können, habe ich noch ein paar Informationen hinzugefügt. Und zwar wird dieser Test mit dem Stichprobenumfang von 100 Kugelschreibern und einem Signifikanzniveau von 5% durchgeführt. Dann geht ihr ganz normal vor, ihr schreibt hier alles auf. Also H0, die Nullhypothese, P gleich 0,8, dann eben diese 80% hier. N, also der Stichprobenumfang, sind 100. Und Alpha, also die Irrtumswahrscheinlichkeit bzw. das Signifikanzniveau, sind 5%, also 0,05. Jetzt kommt hier schon der erste Unterschied quasi zu dem linksseitigen und rechtsseitigen Test. Und zwar war die Alternativhypothese H1 bisher immer p kleiner als 0,8 oder p größer als 0,8. Und beim beidseitigen Test ist es eben so, dass es einfach p ungleich 0,8 ist. Also deswegen hier dieses Ungleichzeichen, das ist orange markiert, das sieht man vielleicht wegen der Auflösung ein bisschen schlecht. Aber jedenfalls p ungleich 0,8 müsst ihr da hinschreiben. Ja, und dann tut man im Prinzip einfach nur einen linksseitigen Test und einen rechtsseitigen Test durchführen. Allerdings, da das Signifikanzniveau ja insgesamt quasi 5% sein soll, also die Irrtumswahrscheinlichkeit insgesamt 5% sein soll, muss man diese 5% eben aufteilen. Also ihr könnt jetzt nicht einfach einen linksseitigen Test mit 5% durchführen und dann nochmal einen rechtsseitigen Test mit 5, also mit beziehungsweise 5 beziehungsweise mit 95% durchführen, weil dann hätten wir ja quasi ein Signifikanzniveau von 10% insgesamt, sondern wir müssen das aufteilen, also eben 5% geteilt durch 2 ist 0,25%, also 0,025. Ja, und dann schreibt man das so auf, wie ihr es gelernt habt. P von x kleiner gleich a muss größer sein als 0,025. Also im Prinzip der linksseitige Test, nur eben jetzt mit 0,025 statt 0,05. Und dafür geht man in den GTR, also ins Table-Menü, dann auf Option. F6, dann auf Start, dann auf Dist, dann auf Binnen, dann auf BCD. Also im Prinzip ein ganz normaler linksseitiger Test. Dann hier X, dann der Stichprobenumfang 100 und die Nullhypothese 0,8, also 80%, was dann P 0,8 ist. So, gibt er das so ein. Dann noch den Bereich, den es anzeigt, festlegen. Habe ich hier den halben Erwartungswert genommen und als Endwert 100. So. Dann startet man. Jetzt rechnet er. Und dann hat man jetzt hier die Tabelle. Und dann eben wie beim ganz normalen linksseitigen Test schaut man jetzt, wann der Wert von x zum ersten Mal einen größeren Wert als
als 0,025 annimmt. Jetzt haben wir hier bei 71 ist es 0,02, also noch knapp unter 0,025. Und bei 72 haben wir jetzt schon 0,034, also schon über 0,025. Das heißt, die 42 ist der erste Wert, für den das hier zutrifft. Also hier a gleich 72. Und das heißt, der Ablehnungsbereich vom linksseitigen Test geht dann von 0 bis 71. So, und dann führt man jetzt auch den rechtsseitigen Test durch. Dafür schreibt man das so auf: p von x kleiner gleich b ist größer als 0,075. Also hier auch statt 0,0, statt 0,95, 0,975 aufschreiben. Und dann schaut man eben, wo dann die erste Zahl ist, für die das zutrifft. So wie weit der Annahmebereich da geht. So, sagt man hier, bei 87 ist es 0,974, also ganz knapp unter 0,975. Und bei 88 hat man 0,9874. Also schon über 0,975. Und das heißt, das hier ist die erste Zahl, für die das hier zutrifft. Und dann ist unser B eben 88. Das liegt noch im Annahmebereich, das heißt, der Ablehnungsbereich vom rechtzeitigen Test geht von 89 bis 100. Und der Annahmebereich von dem beidseitigen Test ist dann quasi alles, was hier dazwischen liegt. Also hier von 72 bis 88. Und ja, genau, das schreibt ihr dann so auf. Und dann habt ihr die Aufgabe gemacht. So, dann kommen wir zum allgemeinen Teil. Und zwar geht ihr da immer gleich vor. Also ihr notiert euer n, also den Stichprobenumfang, was jetzt im vorherigen Beispiel die 100 waren. Dann Alpha, also das Signifikanzniveau bzw. die Irrtumswahrscheinlichkeit, was 0,5% sind. Und dann notiert ihr noch, was euer x ist. Das habe ich jetzt gerade eben vergessen zu erwähnen. Das x war jetzt im vorherigen Beispiel, war das die Anzahl der funktionierenden Kugelschreiber. Genau, schreibt das alles auf, dann habt ihr eigentlich schon mal einen Punkt sicher. Und danach führt ihr einen linksseitigen und einen rechtsseitigen Signifikanztest durch, wo es halt dann eben zu beachten gilt, dass ihr beim linksseitigen Test statt den 5% eigentlich 2,5% nehmt und beim rechtsseitigen Test statt 95% 97,5% benutzt. Genau, dann führt ihr die beiden Tests so durch. Und euer Annahmebereich für den beidseitigen Signifikanztest, der geht dann von dem Wert A, den ihr beim linksseitigen Test erhaltet, bis zum Wert B, den ihr beim rechtsseitigen Test erhaltet. Und wie das dann jetzt hier bei der Binomialverteilung aussehen wird, bei so einem beidseitigen Signifikanztest, zeige ich euch hier kurz. Ich habe hier gerade die Werte vom vorherigen Beispiel eingegeben, also n war 100 und p war 0,8. Dann war es hier bis zum ersten Mal größer als 9,75 wird. Das ist ab hier bei 88 der Fall war es. Und dann hier war es 72. Genau, 72. Und ja, also das blau markierte hier ist dann eben euer Annahmebereich. Und der Unterschied eben zum linksseitigen und rechtsseitigen Test ist, dass der beidseitige Signifikanztest zwei Ablehnungsbereiche hat. Also einmal den rechten Ablehnungsbereich hier und den linken Ablehnungsbereich. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dass ihr trotz der etwas schlechten Auflösung auch was lernen konntet. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Erfolg im Abitur.